So, herzlich willkommen zu einem kleinen Reparaturvideo. Und zwar geht es heute um die Softflosspumpe vom W140. Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln euer möglicherweise defektes Softflos bzw. Zuziehhilfe reparieren könnt. Wenn euch das Video weiterhilft und euch gefällt, dann gebt ein Like und natürlich ein Abo. Bis gleich. So, im Normalfall ist es so, dass eure Zuziehhilfe hier die Tür ranziehen sollte. Beim Ausfall ist es dann meistens so, dass es nicht mehr funktioniert, beziehungsweise sporadisch oder an verschiedenen Türen nicht. Der erste Punkt, den ihr machen solltet, ist hier an den Kofferraum gehen und dann an den kleinen Sicherungskasten, der hier hinten ist. Und da seht ihr auch schon in der Belegung, die Nummer 9 ist für die Zuziehhilfe. Da werden wir jetzt als erstes die Sicherung Nummer 9 entfernen. So, die Sicherung 9 wird jetzt rausgezogen und die Softflosspumpe wird jetzt sozusagen resettet. Wir warten jetzt ein paar Minuten, danach stecken wir die Sicherung wieder rein und wenn euer Zuziehhilfe dann wieder ordentlich funktioniert, ein-, zweimal, ist das schon ein guter Hinweis, dass die Pumpe nicht komplett defekt ist, sondern eventuell halt einfach schwergängiger oder mehr arbeiten muss und zu früh abschaltet. Und dann geht die Pumpe in Notlauf und wird dann nicht mehr richtig pumpen. So, jetzt stecken wir mal die Sicherung 9 wieder rein und probieren dann unsere Türen wieder aus. So, wenn ihr dann ausprobiert habt, 3-4 Mal und eure Pumpe funktioniert, nachdem ihr die Sicherung 9 wieder getestet habt, ist das ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass die Pumpe nicht gänzlich kaputt ist. Und deswegen werden wir jetzt die Pumpe ausbauen. Den Ausbau erspare ich euch jetzt. Die Pumpe befindet sich hier hinten im Kofferraum und jetzt kommen wir dann gleich zum Umbauen an der Pumpe. Wir haben jetzt hier die Softflosspumpe ausgebaut. Und wir werden jetzt mal anfangen, die zu reparieren. Dazu werden wir die Pumpe auseinanderbauen. Das erste, was ich euch bitten würde, hier oben die Schrauben zu lösen. Und dann wird das Ganze unten mit den Klipsen ausgehebelt und dann halt einfach einseitig das abzunehmen. So, jetzt haben wir hier die Pumpe auseinandergenommen. Hier habt ihr schön zu sehen den Pumpenmotor. Ihr könnt natürlich einerseits auf der Pumpenplatine schauen, ob irgendwelche kalten Lötstellen oder Verkorkungen sind, welche das Problem sind. Aber meistens ist es, dass die Pumpe gewisse Steuerzeiten hat. Die Steuerzeiten sind so, dass die Pumpe quasi irgendwann erkennt, wenn jetzt zu viel Luftverlust ist, dass sie dann abschaltet und dann in den Notlauf geht. Dieser Luftverlust wird meistens ausgelöst durch leichte Undichtigkeiten. Die reichen aber der Pumpe schon aus, dass sie halt abschaltet. Man kann jetzt sozusagen den Druck, den die Pumpe hat, um halt die Türen ranzuziehen, erhöhen. Und dafür gibt es ein kleines Stellrädchen hier an der Pumpe, was ihr dann rausschrauben könnt. Und zwar ist das hier dieser kleine Kontakt. Ihr seht hier diesen kleinen Stift und diesen kleinen Kontakt. Und mit diesem, so, hier seht ihr diesen Kontakt und diesen Stift. Und die Pumpe baut halt Druck auf und sobald der Kontakt hier dran kommt, hört sie auf zu pumpen. Diesen Kontakt, wenn ihr den Abstand vergrößert, indem ihr diesen Stift hier rauszieht, pumpt die Pumpe sozusagen länger.
Das hat natürlich den Vorteil, dass das Softclose funktioniert. Es ist aber, man darf nicht vergessen, es ist eine Notabschaltung. Das heißt, wenn wirklich Undichtigkeiten im Schlauchsystem sind, wird die Pumpe wieder abschalten. Wenn ihr aber nicht, also keine besonders starken Undichtigkeiten habt, dann wird euer Softclose weiter funktionieren. Und jetzt schraubt man einfach mal den Stift etwas raus. Wir haben verschiedene Pumpenmodelle, also bei euch sieht es meistens oder oftmals nicht genauso aus. Das müsst ihr natürlich auch sehen. Ihr könnt einmal hier mit einer kleinen Schraube, versucht aber bitte nicht diesen Kontakt hier abzubrechen, ihr könnt es rausschrauben. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir das jetzt hier einfach mal mit dieser Zange. Ich gebe euch auch den Tipp, vorher das Ganze ein bisschen mit Rostumwandler einzusprühen. So, das wird jetzt hier so ein bisschen. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass ein, zwei Windungen schon bei diesem kleinen Gewinde viel ausmachen. Probiert es einfach ein bisschen aus und baut dann die Pumpe wieder zusammen. Wir haben jetzt die Pumpe hier nachgestellt. Ihr könnt sie jetzt wieder einbauen und probieren, wie weit es funktioniert. Ein Tipp zum Softclose auch nochmal. Ihr habt die Pumpe nachgestellt, das heißt, der Druck in der Pumpe wird höher. Das heißt, der Verschleiß der Motoren wird auch höher. Was der Pumpe nicht gut tut, ist mehrmaliges Öffnen und Schließen hintereinander. Ihr könnt dann auch mal lauschen, ihr hört auch im Hintergrund, wie die Pumpe arbeitet. Ja, wenn die Tür einmal zugemacht wurde, das Geräusch abwarten und dann könnt ihr die Tür wieder öffnen und schließen. Also das ist ein absolutes No-Go, die Tür mehrmals zu öffnen und zu schließen, ein paar Sekunden hintereinander, das tut der Pumpe überhaupt nicht gut. Wenn euer Softclose danach weiterhin nicht funktioniert, könnte die Pumpe kaputt sein. Die ist relativ teuer. Also so 700, 800 Euro bei Mercedes-Benz je nach Pumpe könnt ihr da schon mal rechnen. Und eine weitere Möglichkeit ist natürlich Undichtigkeiten im Schlauchsystem. Da können natürlich diese Steckanschlüsse, die hier drauf sind, abbrechen, wo ihr bitte auch vorsichtig seid, die so ab und dran zu machen. Und die ganzen Bruchstellen können auch in den Türen oder, also in den Leitungen ist es eher unwahrscheinlich, aber gerade da, wo diese Steckanschlüsse sind, ist halt wirklich der Luftverlust oder das kaputt geht, die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Gut, dann sind wir jetzt hier auch schon durch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, Like, Abo, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer MT-Benz 140.